Hiho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspielfreunde, zu Baldur's Gate 2 Throne of Baal. Ja, ich bin in, oder wir sind besser gesagt, in der vierten Ebene der wachenden Festung angekommen. Mittlerweile. Haben dort eine Verrückten in einer verrückten Maschine gefunden. Haben einen Halblicht getötet, haben Gifienki getötet. Jetzt haben wir noch einen Drachen, der aufs Maul will. Ja, keine große Herausforderung. Ihr müsst mal gucken, was der so zu bieten hat, wenn wir ihn töten. Nun gut. Das Tor hier sieht auf jeden Fall nicht groß genug für ihn aus. Okay. Fragt nur. Und dann waffen wir noch mal ordentlich durch. Okay. Ich warte auf euren Befehl. Wörter statt Wörter. Los, guck es aus. Neue Hast. Das sollte es schon gewesen sein. Was immer ihr wünscht. Tag. Ah, ihr seid zurück. Das ist zwar früher als erwartet, aber ich kann euch schließlich keinen Vorwurf dafür machen, dass ihr euch erneut von meiner atemberaubenden Pracht überwältigen lassen wollt. Ja, oh mächtiger Drache, könnt ihr von eurer allumfassenden Weisheit profitieren? Nur gut, stellt eure Fragen und ich will euch bei meinem Wissen teilhaben lassen. Es ist eigentlich wahr, dass Drachenfleisch wie Hühnchen schmeckt. Ach, macht euch das nicht die Mühe zu antworten. Ich werde es ohnehin bald herausfinden. Wisst ihr, wie man die Türen zur unteren Kammer in dem Raum mit den Fackeln überwinden kann? In der Beziehung kann ich euch helfen. Die Fackeln müssen mit Öl entzündet werden, die man in den farbigen Behältern finden kann. Ich nehme an, dass man dabei ein bestimmtes Muster einhalten muss, bin mir jedoch nicht sicher. War das denn alles, Talisa? Ich werde jetzt gehen. Ja. Kann ich hier deinen Schatzhort plündern? Nein, kann ich leider nicht. Ich will ihn eigentlich nicht nur aus Gier töten. Ihr seid zurück. Das ist zwar früher als erwartet, aber ich kann euch einfach mal keinen Vorwurf dafür machen, dass ihr euch erneut von meiner atemberaubenden Pracht überwältigt. Warum müssen diese Dinger immer mit Gewalt enden? Seufzt. Nun gut, dann werde ich mal wieder beweisen, dass wir Drachen dahergelaufen und mächtigen Helden überlegen sind. Jo, Angriff. Au. Jawohl. Wie ihr wünscht. Ja. Raus hier. Ja, er kommt da tatsächlich nicht durch. Könnt ihr bitte aufhören, ganz so aggressiv zu sein und euch erstmal heilen? Was kann ich tun? Au. Für die Gefallenen. Oh, dann bin ich tot. Gut, ich glaube, wir lassen ihn einfach mal leben. Ja. Lassen wir ihn einfach in Frieden. Also ja, wir haben aus dem Behälter das violette Öl rausgeholt. Der hat uns wenigstens ein bisschen geholfen. Langer blauer Kreis. Ja, das sind so... Hübsche Leute sind kurz, rot und grün. Aha. Kurzes, mittleres Quadrat macht große Muskeln. Zia Bursche, langer roter Kreis ist jetzt Zia Bursche, ja. Das hat irgendwas mit Lums Maschine zu tun, würde ich sagen. Wenn wir den anderen Kerl da irgendwann rauskriegen.
Ah ja, ehrlich gesagt habe ich keine Lust, mich mit dem Drachen anzulegen, weil, also mich lange mit dem Drachen anzulegen, weil ich ehrlich gesagt nicht weiß, was dabei rauskommt. Hier sind übrigens Farbcodes. Nun gut. Auf dem Boden. Und Türen, die wir übersehen haben. Ja, der Typ steckt immer noch in Lums Maschine. Und so wie es aussieht, ist da unten auch eine Tür, oder? Ja. Wir haben also viel in dem Raum übersehen. Oh ne. Na, ah, Magier-Golems. Bye, Leute. Sind hier irgendwo Waffen? Oh, Tatsache. Minsk. Hier, wo erfülle deine Pflicht. Hingeht, macht das Böse einen Schritt zur Seite. Mit denen hatten wir ja schon mal Freude. Ein stinkendes Loch des Mundes. Bedeckt deine Nase. Denn wir werden. So, das war Nummer 1. Das macht Spaß, was, Bo? Komm, bleib schön da. Puss, puss. Ja, Minsk schlägt dich. Falsches Schwert, oder? Ja, doch. Ist das richtige Schwert, aber Minsk schwingt ja die Hellebarde. Ja, was immer ihr wünscht. So, immer. Ja, verstanden. Such nach Fallen. Hier in dem Raum scheint es allerdings keine Türen mehr zu geben. Ja, und wir sind ja auch am Rand. Oh. Magischer Geschossstab. Bisschen Schmuck. Und sie ist so weit entfernt. Okay. Was haben wir hier eigentlich? Einen Säurefall. Die Eispfeile können gerade mal da bleiben. Genau wie das Säurefall. Das ist Munition. Das wird verkauft, das Gepäck ist voll. Ja. Ach ja, der Sternendolch, genau. Der geht mal zu Keldon und die gehen zu Minsk. Die gehen da rein. Und wir haben viel zu viele Zauberstäbe. Ah, blaues Öl. Und ja, die Schriftrollen, die packe ich erstmal wieder weg. Hm, natürlich. Jo, dann gehen wir mal an dir wieder vorbei. Machen sicher jetzt aber mal einen Quicksave. Vielleicht werde ich den Drachen noch töten. Bevor wir die Ebene verlassen. Aber sicher bin ich mir da nicht, weil eigentlich ganz feindlich gesonnen ist er mir ja nicht. Er ist nur recht hochnäsig. Die Rache ist mein. Bei allem, was ich anständig bin. Ich kämpfe. Die Rache ist mein. Und er wäre ja selber nicht so nicht erfreut darüber, wenn wir mit ihm zu kämpfen beginnen. So, hier ist nochmal so eine Farbkombination. Also hier oben ist es blau, lila und rot. Und hier unten ist es zweimal rot und einmal lila. Mhm.
Killer-Nachahmer und noch ein Killer und noch ein Killer-Nachahmer. Ach du meine Güte. Das macht Spaß. Was, Bo? Erwischt! Torm ruft euch zu sich. Wenn ich der Gruppe weiterhin Au. Dienerin der Natur ist bereit. Torm ruft euch zu sich. Killer-Mimics. Hab ich auch noch nie von gehört. Ah. Oh, fein. Wenn es das ist, was ihr wollt. So, hier ist es einfach zu unerklärt. Schön. Ja, euer Wunsch. So. Falle habt ihr keine. Gut. Nur Pfeile und Schleuderkugeln. Keine große Herausforderung. Wieder so ein Stab und Bolzen. Nun gut. So wie es aussieht, hat die Truhe hier unten auch nichts. Dann lass es dir mal schmecken, Yahira. Sollte dich gut heilen. Der Behälter ist voll, juhu. Ich warte, was möchtet ihr? Was trägst du eigentlich da? Angur Waddel. Ja, ich nehme mal besondere Gegenstände geben wie ihr. Kriegt immerhin hier Pfeile. Was soll ich mit so viel stecken? Okay, dann nimm du mal alle bis auf einen. Das sind Bolzen, die können dann verkauft werden. So, okay, dann wird unser Zauberstabträger jetzt einfach mal. Ja. So, und was ist da jetzt drin? Nix, weil es verschlossen ist. Also natürlich ist da was drin. Ach du meine Güte. Tränke, Tränke, Tränke. Jede Menge, aber. Okay, wer ist verletzt? Damit können wir ein bisschen wieder auffüllen. Ja. So, dann haut mal weg das Zeug. Die anderen sind noch recht relativ gesund. So, Minz kaut den Rest weg. Mal verkaufen brauchen wir sie nicht unbedingt und so haben wir ein bisschen Heilung. Ach, ein Yuan-Ti. Okay, ein paar mehr Yuan-Ti. Ja? Das heute auf unserer Seite. Das sollte nicht sein. Der ist unverletzt. Der Sack. Oh, okay, okay. Mist.
stürz dich in mein Schwert, Böses, solange du noch kannst. Würdest du bitte sterben? Ich hab schon erledigt. So, und Kate und Bun. Also das Zeug von Kate und Bun. Das hier sieht fast nach den... Au! Wie denn bitte?